Wie schon mal erwähnt, die Zeiten, wo ich durch bin, auch wenn ich jubeln und Freude oder weniger Freude habe, wie auch immer, sind immer ohne Gewehr. Wenn jemand einen Doppel umgefahren hat, dann wird das erst am Ende von dem zweiten Rennlauf mitteilt. Das heisst, die Streckenposten haben die Aufgabe, Torfehler zu notieren. Ein Tor verschoben in 10 Strafsekunden und in 10 Strafsekunden. Ja, ich schaue mal, wo wärst du denn? Ja, dann bist du um 4 Plätze dran. Also keine Chance mehr mit einem Torfehler. Aber die Fahrer wissen in der Regel, habe ich einen Doppel umgefahren oder nicht. Es gibt manchmal so kritische Momente, wo ich selber auch schon erlebt habe. Man hat ja am Auto mindestens den Innenspiegel noch, wo man sieht, ob innen der Streckenposten aufstopfen sind im Stühle und raussäckeln, dann weiss ich, da geht der Doppel auf. Aber manchmal gibt es ganz, ganz kritische Situationen, weil rein theoretisch könnte der Doppel ein Salto machen und wieder ganz genau ans gleiche Ort hin. Dann zählt es nicht. Er muss nur in dieser Umrandung bleiben. Also er kann kippen und wieder zurückgehen, dann gibt es keinen Torfehler. Er muss und darum tut auch der ACS Thurgau und sämtliche Organisatoren die Tor genau einzeichnen auf dem Asphalt und der Streckenposten geht von Zeit zu Zeit wieder mal schauen, ist er noch am gleichen Ort. Gut, sobald wir hier Veränderungen haben an den Spitzen, es kommen jetzt hier Pilotinnen und Piloten so von Rang 16, vor allem der Rolf Plattner ist einer, der vielleicht noch könnte in die ersten 10 reinfahren. Mit dem 307 sehe ich jetzt auf dem Start den Markus Andres. Der Markus Andres, Eugst, Aldis. Ganz klar, fast von allen, die schon im Ziel sind. Auch der Peter Wies hat sich um 2 Ränge führen geschafft mit 2,21. Einer sieht, das ist am 23. Franziska Meissen ist 2,29,47 gestartet. Jetzt sehe ich unterwegs, ist der Alexander Ulrich. Alexander Ulrich mit Startnummer 308, 12. nach dem ersten Lauf. 2,19,02 fehlen ihm etwa 2,8 Sekunden. Also mit 2,5 Sekunden verbessern bist du irgendwann in der Top 5. Aber praktisch alle fahren schneller. Das hat ganz sicher mit dem zu tun, dass heute Morgen im Training 1 und 2 feuchte bis nasse Verhältnisse vorhanden sind und jetzt tastet sich der Spitzenfahrer ans Limit her. Bettina Buss, auch das Neue verbessert sich nicht mehr. Bettina bleibt bei dieser 2,25,87er Zeit aus dem ersten Lauf. Und jetzt haben wir den Rolf Plattner. Der Rolf Plattner. Ja. Haben wir wieder so eine blöde Zeit. Aha, ich höre gerade vom Vize-Rennleiter. Was ist passiert? Aha, er hat 5 Tore ausgelassen. Kommt die 208,36 vom Rolf Plattner. Die stimmen nicht, die bringen uns jetzt einfach ein bisschen durcheinander. Da wird jetzt eine Zeit sein, die dann am Schluss heisst disqualifiziert. Wie auch immer. Also der Rolf Plattner, du hast sicher zugelassen. Marc. Gut, danke vielmals. Marc Flug, der Vize-Rennleiter. Wie froh ist er gerade neben mir gestanden, sonst wäre ich jetzt hier etwa einen Meter in die Luft gekommen. Und ich sage, nein, jetzt fahrt einer 10 Sekunden schneller. Michael Spörri fährt 2,19,75, verbessert sich auf den Rang Nummer 15. Der Markus Andres verbessert sich auf den Rang 25 mit 2,22,05. Alexander Ulrich kann sich minimal verbessern, 2,18,75, rangmäßig ist er, jetzt muss ich immer einen abzählen, bleibt er auf dem 11. Heiko Leiber erwarten wir, in wenigen Augenblicken Ziel 2.
18:34. Mit dieser Zeit kommt er auf den 7. Rang. Jetzt haben wir den Jörg Jucker, der gestartet ist. Wieder einer, der könnte in die Top 10 reinfahren. Jörg Jucker mit der Startnummer 316. Jetzt ist 317 gestartet, der Claudio De Francesco. Wir haben die Zeit von der Barbara Beriswil. Sie fährt 2:23.59. Im Moment Rang Nummer 31 von 37 Teilnehmern. Mit dem 3:19 sehe ich auf die Startlinie den Mario Diethelm. Zeit Pasquale. Pasquale Armenant mit 2:22.42 am 26. Tobias Schmidlin verbessert sich auf den 13. Rang mit 2:18.78. Er ist 21 Jahre jung, der Tobias, Straßenbauer von Beruf, wohnt in Nahle. Das 3:22, der Roli Graf ist startklar. Der Roli Graf nach dem ersten Rennlauf 16. im Training 6. Also ich glaube, beim Roli da wird ganz sicher noch mal eine Zeitverbesserung passieren. Moritz Vogel fährt 2:26.54. Der Claudio Kunz fährt 2:21.19, im Moment 23. Jetzt warten wir auf den Jörg Jucker, kann er in die Top 10 rein? Und hinter dem Roli Graf ist gestartet, 23, der Rolf Tremp, der 9. Klassierte. Jörg Jucker verbessert sich um 0,5 Sekunden, ist im Moment 7. mit 2:18.21. Also in den ersten 7 hat es keine Veränderungen gegeben. So, auf der 25 macht sich startbereit der Ralf Henkeler. Und das 3:25, der Ralf Henkeler, hat ja im ersten Rennlauf bei 2:17.95 den 7. Rang rausgefahren. Also langsam kommen die Spitzenfahrer. Ich sehe jetzt 3:26. Der Christian Zimmermann ist bereit. Der erste von den Top 3, der eine Zeit vorlegt, 3:26. Kringel Zimmermann, dritte nach dem ersten Rennlauf. Jussi Amann fährt 2:20.59, 23. Der Mario Diethelm verbessert sich auf 2:17.92, Rang Nummer 6. Simeon Schneider ist gestartet. Simeon Schneider, der zweite nach dem ersten Durchgang, der grosse Herausforderer von Marcel Muzzarelli. Also jetzt geht es um die Wurst. Der Kriegel Zimmermann 3:26 und der Simeon Schneider, zwei Favoriten für aufs Podium, sind